Grüß Gott miteinander. Ich denke, jetzt wird es einmal wieder Zeit für einen neuen Film. Und deswegen war ich vorige Woche bei der Firma Banke. Die Firma Banke ist eine alteingesessene Firma in Isen. Doch die wenigsten Leute wissen, was die da drin machen, was da überhaupt für Leute drin arbeiten. Und deswegen habe ich mir da einen Termin geben lassen vom Chef, vom Thomas Banke. Und der war so nett und hat mich überall durchgeführt, hat mir alles erklärt, sehr geduldig meine unwissenden Fragen beantwortet. Das Ganze hat bloß einen Nachteil, da drin ist so furchtbar laut, dass man auf dem Film das alles gar nicht verstanden hat. Das ist jetzt das Firmengebäude von der Firma Banke. Das ist jetzt von Jahr zu Jahr ein Stück größer geworden. Immer wieder haben sie ein bisschen was dazu gebaut. Da haben wir da eine Halle, dann da ein Bürogebäude. Aber ich glaube, jetzt hat nichts mehr Platz. Ja, grüß Gott, Herr Banke. Ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, dass Sie mich in Ihrer Firma rumführen. Und ich denke, jetzt gehen wir es einfach einmal an. Genau. Herzlich willkommen bei uns in der Franz Banke GmbH. Und ich darf vorschlagen, dass wir uns jetzt einfach unseren Betrieb mal ein bisschen anschauen, dass auch die Leute, die das Video anschauen, ein bisschen Eindruck kriegen, was bei uns in der Firma alles produziert wird. Genau. Also, dann schauen wir mal rein. Genau. Okay. Legen wir. Das heißt, da werden ja, zuallererst da die, wird die Theorie genau. Praktisch so. Ausgeführt und unten ist dann das Praktische. Genau. Da drüben stehen wir das erste Mal die. Das ist ziemlich laut. Das ist schön. Das sind Eckradien, also diese Teile, die werden in der Mitte noch auseinander getrennt, sodass man da praktisch Viertelkreissegmente hat, die dann bei uns in Schneidsegmente eingesetzt werden. Ah ja. Die Maschine erst programmieren, gell? Ja. Mhm. Dann die Dachziegelformen. Hier bei den Leisten mal die Stauleisten dran. Das ist für den Leben, das er dann hat. Die muss man vorab dran machen. Bist du schon lang bei den Banke? Seit der Lehre 99 bin. Aha. Seit der Lehre. Ja. Dann hast du alles von der Pike auf gelernt, gell? Ja. Okay, danke schön. Wie lange arbeitest du schon da herin? Seit 96. Seit 96, ja. Und macht euch noch Spaß. Thank you.
Warum ist die hinter Gittern? Die Rückseite von der Maschine ist deswegen abgeschirmt mit den Gittern, damit niemand in den Bewegungsbereich von der Maschine reinkommt, einfach um Verletzungen vorzubeugen. Nichts passiert. Genau. Die Maschine läuft momentan los. Die macht die Arbeit ganz allein. Ja. Du kennst da schon drauf. Was ich gemacht habe, für was? Was ist das? Ja, das Leid sehen wir der Herrin als Arbeit. Und was wird jetzt da herin genau gemacht? Da habe ich meine hauptsächlich diese Randleisten, die Verschleißleisten für die Dachzeuge vorne fertig. Ah ja. Die Dachziegel, das ist ja euer Hauptgeschäft, oder ist das der alleinige? Nein, also das ist das Hauptgeschäft, was wir machen. Hauptsächlich ist diese Dachziegel formen und die Reparaturen dafür. Aber wir machen ansonsten Teile fertig und für andere Firmen. Hans, was machst du jetzt da? Ich drehe jetzt so kleine Teile von der Randleisten. Das ist die Umrandung vom Dachzirkel. Das ist eine ältere Maschine da. Da werden noch von Hand ein bisschen gearbeitet. Da tun wir noch von Hand die Dachzirkel auseinander. Sind wir in der Modellbauhalle. Da ist wenigstens nicht so laut. Jürgen, du bist manchmal da und manchmal weiter unten, oder? Okay. Bist für alles einsetzbar, oder? Universell einsetzbar, genau. Na gut. Wo es brennt? Und? Okay, jetzt sind wir in der Lehrlingswerkstatt von der Firma Banke. Wie lange besteht denn die Werkstatt schon? Also da die Lehrlingswerkstatt, hat die Firma gebaut vor 2 Jahren im Zuge, wo wir die neue Halle mit dazu gekriegt haben. Aha. Dass wir eine neue Halle gebaut haben und da dann eine eigene Ausbildungswerkstatt. Ja. Seitdem mache ich das jetzt auch, bin da die Ausbildungsleitung der Firma. Wir haben jetzt derzeit 6 Azubis beschäftigt, wobei man dazu sagen muss, dass in der Ausbildungswerkstatt wesentlich weniger sind, also da sind manchmal nur einer oder manchmal nur 2 da und der Rest ist verteilt in der Fertigung und ja, wird dann dementsprechend in die Bereiche eingesetzt. Ja, dass die von allem was lernen praktisch. Genau. So ist es. Ja gut, dann danke dir, dass du mir so nett Auskunft gegeben hast und dann schauen wir mal weiter. Da ist natürlich schön zum Arbeiten, wenn man so eine schöne Aussicht hat, gell? Mit den Schafen. Da hört man eh nichts.
du schon lang beim Bankier als Lehrling? Ja, ich bin jetzt das erste Jahr da. Das erste Jahr? Ja. Und was ist dein Beruf dann, wenn du ausgelernt hast? Ich werde dann Feinwerkmechaniker. Feinwerkmechaniker heißt das dann? Ja. Und, aber nachdem ich jetzt gehört habe, dass da so viele schon von der Lehrzeit ab da sind, und da haben sie es ja auch schon über 30 Jahre da, ja. Muss ja ein gutes Betriebsklima sein, dann wird es dir wahrscheinlich auch gefallen, gell? Ja, schon. Gut. Also, ich danke dir schön, gell? Dankeschön. Die Firma Banki hat für ihre Angestellten einen schönen Brotzeitraum mit Küche, Kaffeemaschine, Mikrowellenherd, alles, was man halt so braucht. Ja, jetzt sind wir fertig mit der Führung und ich bedanke mich recht herzlich bei Erna. Das war für mich selber als Laie schon sehr aufschlussreich und ich möchte mich auch bei Erna der Belegschaft bedanken, dass die so nett mitgespielt haben. Und jetzt schauen wir mal, wie der Film dann wird. Genau. Ich hoffe also, dass es ja, ein bisschen interessant war, dass man einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann bei einer Firma, die man sonst eben bloß von außen sieht. Wenn Interesse besteht, kann man sich gerne auch bei uns melden und mal in die Firma reinschauen. Genau. Dann hoffe ich, dass ein paar Besucher kommen und vielleicht auch wieder ein paar Lehrlinge fürs nächste Jahr dabei sind. Gell? Genau, prima. Gut, also. Vielen Dank und schönen Tag. Dankeschön.